Das nennt sich Sternstunden. Sternstunden. Und du kannst dir den Duft als einen sehr, sehr würzigen, aber weichen vorstellen. Sehr, sehr zimtig. Und mandarinig. Es ist rote Mandarine drin. Und auch Nelkenöl. Das werden wir gleich ein bisschen auf die Decke geben, wenn das Holzbrettchen weg ist. Dass sie schön gleichmäßig anbrennt oder abbrennt. Und es wurde Licht. So, so schön. Eine Kerze verändert alles. Ein Licht. Noch einen kleinen Moment an der Kerze, bevor wir uns unsere Zeitung ansehen. Und lassen uns vom Kerzenlicht ein wenig hypnotisieren oder in den Bann ziehen.
Sanftes über die Decke fahren. Leichtes Rascheln. Ich hoffe, du könntest dich schön auf die folgenden Minuten einstimmen und darfst dich nun berieseln lassen von dem, was wir in der Zeitung sehen, in der Zeitschrift. Und ich habe dazu auch noch ein paar kleine Hilfsutensilien.
Es duftet so gut, so weihnachtlich, winterlich, mit einem Hauch Sommer darin durch die Mandarine. Nun müssen wir die Kerze entfernen, denn wir wollen natürlich kein Wachs vergießen. Sorge, nicht geklaut. Und ich dachte mir, wie schön, ich kaufe sonst nie Zeitungen oder Zeitschriften. Und daher passt es wunderbar, ein Hochglanzmagazin zu finden. Und ich finde das Licht hier sehr, sehr schön. Diese Lichtkugel, auf dem das Model liegt, oder rot. Und das Blau können wir uns als Abendhimmel mit Sternen, die hier die gelbe Schrift beschreiben, vorstellen. Das ist ein auffälliges Wort.
das Wort Lust. Und wir haben hier Lust auf Sinnlichkeit und Body Positivity. Wir haben auch Fashion. Und meine Lichterkette, die hier oben ist, spiegelt sich auf der Oberfläche. Das sieht toll aus. Und wir haben hier Accessoires, Special. Der Spirit on Corfu. Ostern feiern mit Musik. Beach Life on the Greek Cuisine. Corfu, eine griechische Insel. Dann machen wir die Zeitung mal auf. Und hier sehen wir Kristen Stewart. Twilight. Ich habe, glaube ich, seit Twilight keinen Film mehr mit ihr gesehen, dadurch bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Sie hat hier einen sehr markanten Kiefer, wie ich finde. Ihre Haut sieht so makellos aus auf diesem Bild. Sie für Chanel. Ganz offensichtlich Chanel. Und sie hat ein florales Muster auf ihrem Oberteil, ihrer Bluse. Das erinnert an Poppies, also an Mohnblumen. Hier haben wir Prada. Das P soll hier jetzt für Practicing stehen, also für Üben. Practicing rather. Was steht da? Ah, practicing rather absurd daily. Acts. Practicing rather absurd. Shop online und at dolcegabbana.com. Hier haben wir ein. Es ist die Frage, ist das gehäkelt oder gestrickt? Ich merke es mir nie, den Unterschied. Auf jeden Fall haben wir hier ein Etui, sozusagen eine Kombi aus einem Strickjäckchen. Ist alles in Grau.
Sinn und Sinnlichkeit sind die Schwerpunkte dieses Hefts. Steht hier nochmal. Fendi. Giorgio Armani. Ich finde das immer wieder krass. Dass so ein Magazin 7 Euro kostet, laut Titelbild, und man dann so viel Werbung drin hat. Oh, die Dame lebt auch noch. Giselle Bündchen. Man spricht es. Ich weiß gar nicht, ob das erste Wort überhaupt Französisch ist, ob es das im Französischen gibt. Also es gibt es natürlich im Englischen Capture. Aber ob es das auch in Capture gibt. Auf jeden Fall ist das zweite Wort Französisch. Total. Das E am Ende von Total zeigt es mir. Es bezieht sich auf Capture. Das ist ein feminines Substantiv und deshalb gibt es das E bei Total. Das ist Lily Collins. Oder? Sieht das wirklich? Sie sieht so anders aus. Madame Welcomes, da beschlagen die Herzen. Was steht da? Der Madame. Moderedaktion höher. Ein Kosmos voller Neuentdeckungen aus Mode, Design, Beauty und Art. Das Licht ist schummrig, die Schrift ist klein. Was kann das sein? Wow, crazy. Hermes. Ich mache das, steht hier. Sag immer ja. Wenn es dir zu groß erscheint, think big sozusagen. Auf Nummer sicher gehen kann jeder, aber für große Schritte braucht man Zuversicht und das Selbstbewusstsein, eigene Fehler einzugestehen. Ein Plädoyer für mehr Mut und Lernbereitschaft von Theresa Rückau. Start ihrer neuen Madame-Kolumne. Oh, das ist ansprechend. Die Farben. Toll, wirklich toll. Just jewels, juicy. Rüschenbeck, wenn ich das richtig lese. Rüschenbeck. Ein sehr edler Ring. Ich glaube, man sagt mit einem Solitärstein, dass es so, wenn es nur einer ist. Und lauter Möglichkeiten. Wie dieser Ring noch aussehen kann mit verschiedenen Edelsteinen. Und dann auch noch, wenn ich das richtig sehe, ja, auch die Ringe selbst sind unterschiedlichen Metallen. Und hier drüben haben wir viele verschiedene Rottöne und Orange.
ist für mich so ein typischer holländischer Typ Frau oder nordisch-skandinavisch. Etwas hellere Haut, blond oder aschblond, je nachdem. Blau oder grünliche Augen. Auch ein bisschen markantere Gesichtszüge. Hier drüben haben wir die Herzchakra-Farben. Grün und Pink, sehr, sehr schreiendes Pink und ein sehr helles Grün. Hier haben wir vier verschiedene Uhren, Armbanduhren. Schwungvoll und zart. Hier haben wir zarte Blautöne. Perfekt für das Meer, finde ich. Am Meer, Gold wie die Sonne oder der Strand. Und hellblau wie der Himmel. Oder das Meer natürlich auch. Marina Rinaldi. Steffen Schraut. Woo. Look at that. Shiseido. Hier haben wir auch wieder Ringe. 8 Stück. Diese 9. Camilla. Bettgeflüster. Was steht hier? Kompromisslose Standards und der Glaube an die Qualität einer Manufaktur sind das Credo von Angela oder Angela Schramm. Luxusbetten. Wunderwerke. Eine Melone, eine Wassermelone. Schlichtes Design, Holz. Und ich glaube, das ist ein Hautton vielleicht. Ein Nude-Ton. Deine Prada-Tasche. Geflochtenen Design. Sehr groß. Es wäre mal spannend, alle Seiten zu entfernen, die morgen.
Das fühlt sich bestimmt wunderbar seidig an, dieser Faltenrock. Schönartig steht da. Warst du denn auch schönartig? Der typische Satz oder die typische Frage. Sonst unter die Rubrik heikle Themen fällt und YouTube da empfindlich reagiert. Die lieben Gedanken finde die Kraft, Happiness Magazin finde die Kraft. Was für ein Bild, wow. Vibesbilder. Okay. Wow. Vielleicht hat Person sich deshalb geholt wegen des Oberthemas und nicht wegen der ganzen Werbung hier drin. Bonjour Madame, was für eine wunderschöne Haarfarbe. Rot, ein leuchtend rotes Rot. Luft ist rein. Schön, dass du hier warst.
Magazin hört man kein Brushing, weil es so glatt ist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, beziehungsweise eine wunderbar gute Nacht. Und freue mich, dass du hier warst. Ruhe. Was für ein perfektes Schwarz. Schwarz, schwarz, schwarz wie die Nacht. Eine gestreifte Hose. Das ist Emma Stone. Ich glaube, diese Frau wird auch noch mit 50 aussehen wie ein junges Mädchen. So Jugendliches an sich, kindlich. Träum süß, wenn du jetzt schläfst. Bye bye. Ciao, ciao.